Ja, hi zusammen. Erstmal vielen Dank heute für den Anlauf und Ansturm an alle Leute, die den Stream geguckt haben und dabei waren. Ich habe jetzt mittlerweile wieder so viele, ich habe über 700 Freunde, also Freunde in der Liste quasi. Wir sind momentan bei 745 oder so. Dementsprechend werde ich gleich wieder ein paar wegmachen, damit ich morgen oder übermorgen, wenn ich wieder streame, quasi neue Leute hinzuholen kann. Wenn ich euch rausmache, nicht verzagen, einfach nochmal Freundschaftsanfrage schicken. Am besten auch mitten im Livestream dann. Ich habe jetzt ein paar mehr Mods quasi für meine Livestreams organisiert oder die haben sich freiwillig gemeldet. Sehr dank, also Dankeschön dafür an Traxy, Gamer und Black Wolf. Ja, war mega cool. War anstrengend. Also ich habe jetzt quasi von 3 Uhr bis 8 Uhr durchgecraftet. Sind also 5 Stunden quasi, habe ich jetzt gecraftet für die Abonnenten. Erstmal Dankeschön für die Anfrage und so weiter. Und das Interesse vor allem. Ja, ich hoffe natürlich, meine Waffen werden für gute Zwecke benutzt und dass die niemand missbraucht in dem Sinne. Jedenfalls möchte ich mich bei euch bedanken. Ich werde also nachher noch ein paar Leute aus der Freundesliste löschen, damit ich einfach auch wieder neue aufnehmen kann. Ich habe es vorhin getestet, momentan ist das bei mir quasi nicht wirklich spielbar mit über 700 Leuten. Ich kann auch nicht im Teamchat schreiben und Gruppe nur ganz schwer mit quasi so Millisekunden Standbildern immer wieder. Also so ist das gerade momentan für mich halt nicht spielbar, deswegen verzeiht mir bitte, aber ich muss wieder ein paar rausmachen, bis Epic sich da irgendwas anderes einfallen lässt, denn keine Ahnung, so mega geilen PC habe ich ja nun doch nicht dafür. Auf jeden Fall danke, danke, danke. Abonniert weiter, schaut weiter meine Videos, es kommen auch immer mehr Videos. Momentan das neueste Gewinnspiel, 130er Müllkanonen. Sehr sehenswert, klickt drauf, schreibt eure Comments. Momentan sind schon 200 Leute dabei. Da sind auch ein paar Gewinner vom Windertech, die haben sich da wahrscheinlich auch gemeldet, habe ich bisher jetzt noch nicht geguckt. Jedenfalls, bevor ihr demnächst zu mir Waffen craften kommt, weil das hat doch viel Zeit in Anspruch heute genommen, dass quasi Leute in meiner Lobby waren und die mich dann erstmal ausgefragt haben, was für Waffen ich habe. Und das dauert alles eigentlich zu lange. Also wenn ihr bei mir reinkommt, solltet ihr schon wissen, was ihr haben wollt. Deswegen mache ich das jetzt mit euch ganz langsam und zeige euch, wie ihr mich findet. Also als erstes geht ihr natürlich auf www.stormshield.one. So sieht diese schöne Seite hier aus, wenn man draufklickt. Und hier haben wir jetzt hier stehen Lookup Player bei Epic Username. Mein Epic Username ist Moonpoison. So wie mein Kanal Fortnite Moonpoison, halt nur als Moonpoison. Sprich, ihr gebt dann hier jetzt meinen Namen ein. Den Namen haben wir eingegeben und dann kommt ihr zu dieser Seite hier. Hier könnt ihr sehen, ich spiele seit 108 Tagen. 300 Chests looted, Survivor gerettet, Gnome destroyed, Mistmonster, Strukturen, Zonen und so weiter. Ihr könnt natürlich hier meinen ganzen Account nachschauen. Also ihr seht hier quasi meine ganzen Überlebenden. Ihr seht, wie weit ich in der Storyline bin. Ich habe Twin Peaks jetzt zu 52,4% erst durchgespielt. Es dauert also noch ein bisschen. Und genau, aber wo wir hinwollen ist natürlich, wir haben jetzt hier oben Overview, Expedition und Schematics und Heroes. Wir klicken auf Schematics und jetzt sehen wir hier alle meine Waffen, die ich habe. Das Power Level steht da nicht dran. Power Level 50, also Level 50 ist Power Level 130. Level 40 sind 106er Waffen. Level 3, irgendwann komme ich auch noch zu der 30, da. Level 30 sind 82er Waffen. Und Level 20 sind 58er Power Waffen. Ihr könnt euch im Vorhinein quasi schon erkundigen, indem ihr quasi, wir nehmen jetzt die beliebte Waffe, die ich heute wahrscheinlich über 500 Mal gecraftet habe. Nein, nicht 30, ich brauche die 30er Waffen. Es geht um die, nämlich die Nocturno. Die hier. Diese Waffe habe ich heute bestimmt über 500 Mal gecraftet. Das heißt, ihr könnt jetzt einfach auf die Nocturno klicken. Hier seht ihr einmal die Perks. Sind natürlich alle Max, alle 5 Sterne, also quasi komplett legendäre Waffe. Hier sieht man nochmal den Damage, Long Range,
Distanz, alles kann man hier nachlesen von der Waffe. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, hier sehen wir die Kosten von den Waffen. Also 15 Blastpowder ist Sprengpulver, 30 Robuste ist Sturdy, 11 Malahit und eine aktive Powerzelle. Sprich, wenn ihr 10 Waffen wollt, ich meine, ich kenne die Preise meistens auch, aber so für euch, damit ihr das euch zusammenrechnen könnt, 10 Stück wären halt 110 Mala, 300 Robuste, 150 Sprengpulver und 10 aktive. So habt ihr das im Vorfeld für euch leichter zusammengerechnet und könnt mir dann eine genaue Summe nehmen und gucken, ob ihr das im Inventar habt. Es kommt auch vor, dass die Leute nicht alle Mats haben. Ich habe heute ausnahmsweise vielen Leuten auch bei fehlenden Teilen habe ich welche von mir draufgepackt und dass die die trotzdem bekommen haben. Das kann ich auch nicht unendlich lang machen, denn meine Mats sind ja auch nur begrenzt und die muss ich genauso mühsam farmen. Also die, ne, so wie ihr auch. Dementsprechend kann ich das mal bei dem einen oder anderen machen und manchmal geht das schon in Ordnung. Aber oft eben auch nicht, weil deswegen sage ich, bei billiger bekommt ihr es eigentlich nicht. Bei den meisten Leuten, wenn ihr was gecraftet haben wollt, zahlt ihr drauf. Sprich, die wollen mehr von den Materialien haben oder irgendwas anderes. Bei mir bekommt ihr die halt für die Herstellungskosten. Dementsprechend sorgt dann bitte dafür, dass ihr auch die Herstellungskosten habt. Wenn das soweit alles klar geht, schreibt ihr mich an, joint dann meine Gruppe, sobald ich kann. Ich werde nicht jeden Tag craften. Also das kann ich auch gar nicht machen. Ich kann nicht jeden Tag 4-5 Stunden lang craften. Das haut so nicht hin, Leute. Tut mir leid. Jedenfalls, wenn ihr eine 106er Waffe wollt, das sind die 40er hier, dann klickt ihr auf irgendeine Waffe, die euch interessiert. Nehmen wir jetzt einfach mal eine Tiger. Da haben wir dasselbe Spielchen. Wir gehen runter und hier seht ihr, was die Tiger kostet. Da seht ihr auch, dass die Shadow Shards kostet, also Schattenkristalle. 13 Quarz, Schattenkristalle, 30 glatte Mechanikteile und eine Zelle. Dasselbe seht ihr auch bei Obsidian-Waffen. Jetzt muss ich gerade gucken, ich glaube, die war auf Obsidian. Sprich, ihr guckt euch die Waffe an. Hier seht ihr auch meine exakten Sterne. Das seht ihr aber auf der Anfangsseite auch. Und hier seht ihr, die kostet 11 Obsidian. Ihr müsst natürlich dementsprechend reingehen. Wenn ihr den Namen von der Waffe wisst, ist das auch durchaus okay, wenn ihr mich dann einfach im Chat fragt, jo, was kostet die Waffe? Ich weiß, die kostet Obsidian. Oder ihr nennt mir den Namen von der Waffe und ich weiß, welche Waffen ich halt auf Schatten oder welche auf Obsidian habe. So, ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein bisschen weiterhelfen, was meine Waffen angeht. Also, ne, hier fängt es an. Hier seht ihr natürlich die Perks und so weiter. Dementsprechend einfach mal runtergehen bei mir. Da seht ihr halt meine komplett legendären Waffen hier. Meine epischen Waffen. Und die meisten habe ich halt nur auf 3 Sterne, weil mir einfach das epische und das legendäre Zeug fehlt. Und ja. Dann, wenn ihr euch soweit informiert habt, kommt ihr einfach wieder. Also wie gesagt, ich lösche jetzt gleich ein paar Leute wieder, damit ich flüssiger spielen kann. Und danach einfach nochmal Freundschaftsanfrage ansenden. Und dann werden wir das machen. Ich danke euch auf jeden Fall heute. War echt mega geil von euch. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bye, bye.